Hallo zur nächsten kleinen Platzrunde. Wir sind diesmal im Leverkusen, direkt in der Nähe von Köln. Ja, gut, Leverkusen wird den meisten Leuten wohl ein Begriff sein. Warum ich mir die Platzrunde ausgesucht habe, wir haben mal wieder eine Grasrunway, das war aber nicht der Grund, sondern wir sind halt so nah in Köln dran, an Köln dran, dass wir quasi hier die Flugverbotszone bzw. die Controlzone vom Tower erwischen. Deswegen haben wir hier so ein bisschen ausgegraut. Also das ist wirklich ein Bereich, den dürfen wir nur reinfliegen, wenn wir hier die Platzrunde drehen. Normalerweise wird man dann wahrscheinlich von hier oben von östlich ankommen und von da aus dann in die Platzrunde reingehen. Weil hier dürfte man so nicht reinfliegen. Man sieht hier Controlzone von Köln-Bonn. 2500 Fuß, also hier darf man nicht so ohne weiteres reinfliegen. Wir sind direkt am Rhein. Wir fliegen jetzt gleich los von der Runway. Wir stehen, glaube ich, gleich auf der 1.5. Fliegen gleich so gleich südlich ab, überfliegen hier einen See. Den lassen wir liegen. Von da aus geht es dann in die in den Querabflug über. Orientieren uns hier dann am nächsten See, der so ein bisschen unser Einflugspunkt geht, um in den Gegenanflug zu kommen, bis wir hier oben die Autobahn erreichen, die A1. Und von da aus, ja, können wir uns dann quasi schon sichtflugmäßig an der Runway orientieren. Wir haben es gerade, ja, 20 vor 8 Ortszeit, ne, halb 8 Ortszeit, genau, 19:25 Uhr. Das heißt, wir fliegen jetzt so ein bisschen mal in die Dämmerung rein. Ist jetzt auch kein reales Wetter eingestellt, glaube ich. Aber Wind spielt quasi gerade keine Rolle. Ist irgendwie nur bei ein Knoten. Deswegen glaube ich fast, dass kein reales Wetter eingestellt ist. So, genau. Wir sind auf jeden Fall auf der Runway 1.5 und fliegen dementsprechend jetzt südöstlich ab. Ich denke mal, zack, Tool läuft. Ich denke mal, wir werden wieder eine Touch and Go machen, zweite Platzrunde und dann gehen wir einmal in die Rechtsplatzrunde. Die Rechtsplatzrunde bin ich noch nicht geflogen, komplett blind dann wieder. Ich bin nur einmal kurz die Linksplatzrunde geflogen. So, jetzt haben wir die Autobahn überflogen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Autobahn es ist, aber das ist jetzt der Punkt, wo wir in den Querabflug rübergehen können. So in etwa. Jetzt können wir uns hier an dem See schon orientieren. Oh, da bin ich aber ganz schön schnell da. Ne, das ist der erste See. Ha! Sehe ich gerade, das ist der richtige See. Da habe ich mich beinahe am falschen See orientiert. Kann man auf der Anflugkarte sehen, dass da zwei Seen drin sind. Das ist der richtige See. Kam mir jetzt auch sehr schnell vor, sagen wir so. So kurz ist der Querabflug nicht. Gesagt, einmal geflogen und da habe ich dann direkt gesehen, das war ein Fehler. So, jetzt halt mal den Gegenanflugskurs. Wenn ich das richtig sehe, hätte ich noch ein bisschen weiter rüberfliegen können, den Querabflugskurs ein bisschen weiter verlängern können. Ich doch jetzt wieder relativ weit rankomme an die relativ nah rankomme an den hier an die Runway. Ich hätte, glaube ich, noch ein paar Meter weiter rüber fliegen müssen. So, jetzt überfliegen wir die erste etwas größere Landstraße hier vorne unter uns. Hier, genau.
Jawohl, hier ist diese etwas größere Landstraße, sieht schon fast aus wie eine Autobahn auf der Karte. Aber dieses ist noch nicht, sondern wir müssen noch ein bisschen weiter. Okay, das hier ist die Landstraße, von der ich rede. So, und von hier geht's jetzt rein in den Queranflug. Ist ein bisschen weit rüber. Wir, glaube ich, gerade noch ein bisschen näher dranbleiben können. Ich bin jetzt sehr mittig über der Autobahn. So mittig muss ich, glaube ich, gar nicht fliegen in echt. Ein bisschen früher eindrehen gleich. Was ist das Stadion? Nee, glaube ich nicht. So, jetzt können wir uns sichtflugmäßig hier orientieren an der Runway. Wir haben hier einen Fernsehturm, Funkturm anscheinend. Der ist auch markiert in der Sichtflugkarte. Ganz guter Marker. So, ich glaube, gleich kann ich noch ein bisschen weiter die Autobahn runterfliegen, sozusagen. Um dann den Endanflugskurs ein bisschen schöner zu treffen. Ich hatte jetzt wieder so einen leichten Lenker drin, den sehe ich jetzt gerade auf der Anflugskarte nicht. Aber ich glaube, war noch okay. Also ich muss, glaube ich, gleich den Queranflug ein bisschen verlängern, um dann ein bisschen sauberer auf den Endanflug zu kommen. So, hier sind jede Menge Tiefflieger unterwegs, weil wir halt direkt in der Nähe von Köln, Bonn sind. So, zack, jawohl. Ach, jetzt klappt das Tool natürlich nicht. Aber habe ich ja gerade noch geguckt, ob es klappt. Also gestartet ist das Tool, aber jetzt gerade klappt es nicht. Ah, ich kann es jetzt so auf die Schnelle auch nicht wiederherstellen, aber ich glaube, die Landung war vollkommen okay. So, ersten W lassen wir hinter uns. Und von hier geht's jetzt rein. Ah, ich kann. So. Ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen weiter wieder rüberfliegen können. So, hier etwa sind wir außerhalb von der Kontrollzone von vom Flughafen Köln-Bonn. Ich denke mal, hier so mit der Straße etwa, hier also dieses Grüngebiet ist außerhalb der Kontrollzone des Flughafens Köln-Bonn. Das wird die Eisenbahnlinie sein, die da markiert ist auf der Karte. Die ist so ein bisschen die Außengrenze. So, orientieren uns wieder hier an dem See. Halten jetzt wieder den Gegenanflugskurs, 1100 Fuß, bin ich wieder ein bisschen gesunken.
gedacht, einfach mal diese Dämmerung ist vielleicht immer ganz cool. Hat man mal so ein bisschen anderes Feeling. Wie gesagt, grafisch ist der Flugsimulator jeglichen, über jeden Zweifel erhaben. Ist immer noch eine Pracht, wenn man sich das so mit früher vergleicht, was man so bei FSX oder Prepared geboten bekommt. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir eine Freeware-Szenerie runtergeladen. Ich glaube, ich habe sie gar nicht aktiviert. Naja. Wären jetzt einfach nur ein paar Gebäude auf dem Flugfeld gewesen. Also wäre jetzt nichts mega Spektakuläres gewesen. Aber ja, gut, jetzt habe ich es vergessen. Ist jetzt auch nicht so tragisch. So, sind wieder an der A1 angelangt. Das gilt uns jetzt wieder als Referenzpunkt. Ich probiere jetzt mal den Querabflugskurs ein bisschen besser zu halten. So, das sieht ganz gut aus. So, also Kurs 2,4. Hier sieht man Kurs 2,4, kann man ganz gut sehen. So, die Autobahn macht hier so einen Knick, kann man auch in der Anflugkarte ganz gut sehen. Und ich gucke jetzt, dass ich ein bisschen weiter rausfliege, um dann den Endanflugskurs ein bisschen besser zu treffen. Bin mir nicht sicher, ob der Turm da wirklich hundertprozentig akkurat steht. Wenn ich mir das so mit der Anflugkarte vergleiche, scheint er mir ein bisschen weit rüber zu sein. Aber jetzt finde ich, hat es ein bisschen besser gepasst von der Anflugkarte her. Jetzt bin ich auch ein bisschen besser auf Track hier. Noch weiter rüber wollte ich jetzt nicht fliegen wegen dem Turm. Deswegen glaube ich fast, dass der Turm so ein paar Meter zu weit Richtung Landebahn ausgerichtet ist. Kann aber auch sein, dass ich mich jetzt einfach ein bisschen wieder täusche. Wie gesagt, noch nie hier persönlich gewesen. Ich werde aber gerade so ein bisschen abgetrieben. Habe ich doch jetzt reales Wetter drin oder nicht? Den Eindruck, ich muss so ein bisschen gegenhalten, um auf Track zu bleiben. Vielleicht täusche ich mich gerade auch einfach nur. So, schauen wir mal, dass wir die nochmal sauber aufsetzen. Jawohl, okay. Das waren zwei okay Landungen. So, dann würde ich sagen, Platzzeit haben wir hier. Zwar einmal drehen, dann machen wir die Rechtsplatzrunde. Rechtsplatzrunde ist komplett blind, wie gesagt. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich sie hinkriegen werde. So, drehen einmal hier vorne. Jawohl. So. Ich richte mich mal hier so an der Grasnarbe hier aus. Und dann geht's ab dafür. Habe ich die Szenerie doch drin? Also eigentlich sieht ganz gut aus, finde ich. Aber ich glaube, das ist Standard-Szenerie. Das ist, glaube ich, nicht dieses Add-on, was ich mir runtergeladen habe. Bin gerade nicht sicher. So, wir halten jetzt den Abflugskurs. Überfliegen hier den Tower, den Fernsehturm. Tower ist es ja nicht, aber diesen Funkturm, Fernsehturm, was auch immer. Ich glaube, wir
konnte man irgendwo den Kölner Dom, konnte man, glaube ich, sehen in der Entfernung. Muss irgendwo, wenn dann da hinten sein. So, haben wir jetzt den Turm erreicht und jetzt müsste gleich die Autobahn kommen. Hier sehen wir die Autobahn. Die gilt uns jetzt wieder als Einflugspunkt, um in den Querflug zu kommen. Da ist ein Tiefflieger. Hallo, mein Bester. Bin mal gespannt, ob die das irgendwann auf die Reihe kriegen. Also, diese Tiefflieger ist echt eine Wonne. So, wir überfliegen den so ein bisschen, nicht weit. Und von da aus geht es dann in den Querabflugskurs. Gegenanflugskurs. Sich die Vokabeln immer noch nicht drin hat, ne? Tut mir mega leid, aber. So in etwa. Jetzt geht's rein in den Gegenanflugskurs. Oder einfach nur Gegenkurs. Ah, sind jetzt auch wieder. Hier haben wir wieder diesen See, woran wir uns orientieren können. Ja, ich kann auch noch ein klein wenig rüber. Ich bin auch hier ein klein wenig zu weit von uns aus gesehen rechts. Also, ich hätte noch ein bisschen weiter nach links rüber können, aber das habe ich auf den Linksblattrunden auch gesagt, dass ich den See hätte ein bisschen weiter mittig treffen können. Ja, ich bin so. Ja, gut, ein bisschen hätte ich noch rüberkommen, aber der ist so klein, der See. Das ist schwer zu sagen, aber ich sag mal so 10, 15 Meter hätte ich hier noch rüberfliegen können. Aber ich bin dafür, dass es jetzt ein Blindanflug war, es ist vollkommen okay. So, wir orientieren uns jetzt an diesem See hier und zielen so auf die hinterste Spitze ungefähr. Können sogar noch ein klein wenig dahinter gehen. Das ist unser Kurs für den, das ist unser Punkt für den Endanflugskurs. Merke, meine Kontaktlinse macht mir gerade mega Probleme. So, das sieht ganz gut aus. Gehen jetzt rein in den Endanflugskurs. Ja, das gefällt mir ganz gut. Und der See dient uns wieder ja so ein bisschen als Einflugspunkt für den Endanflug. Also wie gesagt, ganz ehrlich, also es war jetzt blinde Rechtsplatzrunde. Und dafür fand ich die jetzt sehr, sehr sauber. Jetzt haben wir nochmal hier richtig schön in den Sonnenuntergang reingeflogen. Machen wir gleich noch eine Runde. Ein bisschen überflogen. Ich habe gedacht, ich muss den See überfliegen, aber muss ich gar nicht, sondern ich muss quasi die Spitze von dem See treffen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen drüber. So, machen wir nochmal eine Touch-and-Go-Landung und dann noch einmal die Rechtsplatzrunde. Jawohl, okay. Wie gesagt, Gras-Runways hören sich immer ein bisschen härter an als asphaltierte Runways.
Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, war das eine vollkommen okay Landung. Mal gucken, eigentlich das Tool läuft, aber ja, manchmal muss man dann nochmal auf Check oder auf Test gehen, damit das Prompt dann hier oben erscheint. Habe ich manchmal den Bug, aber müssen wir uns jetzt einfach mal mit begnügen. Ich guck nochmal, kann man jetzt nicht sehen. Ja, ich glaube, diese Türme, die gelten so ein bisschen als, die sind relativ in der Nähe von Köln-Bonn, vom Kölner, vom Kölner Dom. Wenn man dort in die in den Kontrollturm einfliegt, dann sind das so ein bisschen die Sichtpunkte, Anflugspunkte, Einflugspunkte. Ich kann ja gleich mal auf den Gegenkurs gucken, ob wir den Kölner Dom vielleicht nochmal erspähen können. Ansonsten bin ich schon mal VFR von Düsseldorf nach Köln-Bonn geflogen. Das ist ein relativ frühes Video von mir gewesen. Da sieht man den Kölner Dom auf jeden Fall. Hat auch eigentlich gar nicht so viele Klicks bisher. Also vielleicht schaut ihr mal da drauf. Ich werde es, glaube ich, jetzt oben in der Ecke mal verlinken. Ich hoffe, dass ich das hinkriege. Gehört so zu den Punkten, die ich auch noch nie gemacht habe. So. Wir gehen jetzt in den Gegenkurs ein. Orientieren uns wieder an dem See hier hinten. So, hier haben wir diese Türme. Ah, ist jetzt genau hier hinter dem Fenster der Kölner Dom, glaube ich. Kann nicht erspähen von hier aus leider. Ja, da ist er. Ich hoffe, ich konnte sehen, die beiden Türme, das müsste er gewesen sein. Vielleicht gleich im Fernflugskurs. Ja. Da in der Ecke sollte er sein, das sollte er sein. Da würde ich sagen, das müsste er sein. So, gehen jetzt in den Queranflug über. Ah, hätten wir ein bisschen weiter rüber gekonnt. Ja, hier auf 12 Uhr. Weil mich so sehr auf den Kölner Dom fixiert, dass ich hier den Punkt nicht getroffen habe. Aber da hinten kann man ihn aus der Ferne erspähen. Jetzt viel zu früh reingeflogen, weil ich jetzt nur den Blick da hinten hingerichtet habe. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem die Maschine sauber runterkriegen. Ja, ich hätte ungefähr hier sein müssen. Ich sogar hier noch ein bisschen drüber hinaus. So, wunderbar, bin jetzt vernünftig auf Kurs. Geschwindigkeit passt, bin sogar ein bisschen langsam, aber sollte wohl gehen. Und dann geht's einmal runter. Jawohl, aber jetzt ein bisschen rougher vom Gefühl her. Hatte ich auf jeden Fall schon sauberere Landungen. Aber wie gesagt, hier auf Grat zu landen, dann hört es sich immer so ein bisschen härter an, als auf Beton zu landen.
Ja, genau, das waren jetzt die kurzen Platzrunden. Nicht besonders spektakulär, die Platzrunden, aber ich finde, das Panorama hat es auf jeden Fall jetzt rausgeholt. Wir rein beim Sonnenuntergang, wir haben den Kölner Dom aus der Entfernung gesehen. Was will man mehr? Und wie gesagt, das Interessanteste an dieser Platzrunde ist einfach, dass sie so nah dran ist am Köln-Bonner Flughafen, dass man da quasi in die Flugverbotszone reinfliegt. Das war's für heute, das war's für dieses Mal. Schaut euch gerne mein Video an, wo ich von Düsseldorf nach Köln-Bonn fliege. Genau, ich verlinke es euch oben im Video, wenn ich es hinkriege. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Ciao.